Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland. Heute bin ich wieder für euch im Panda Remix unterwegs und so wollte ich euch wieder so ein kleines Video präsentieren. Wir wollen uns heute zusammen mal die Add-ons anschauen, die ich aktuell im Panda Remix benutze und natürlich da im Speziellen die Add-ons, die ich sonst nicht auch im Retail habe. So Sachen wie All the Things, Details und sowas, auf das gehen wir jetzt mal nicht ein. Das denke ich mal, wird der ein oder andere ja auch im Retail benutzen. Das erste Add-on, was ich euch vorstellen will, hilft uns so ein bisschen ab mit dem ganzen Trash, den wir ständig ins Inventar kriegen. Und zwar wird das der ein oder andere ja auch ein wenig scrabben. Und da gibt es ein Add-on, ich kann euch das mal reinziehen, hier über die Curse Forged. Da könnt ihr mal ein bisschen mitschauen. Das heißt Easy Scrap. Und mit diesem Add-on können wir das Scrappen ein wenig verbessern. Das gibt es schon mittlerweile seit BFA, da hatte ich das auch schon mal. Da konnte man ja auch schon Items klein machen. Und hier ist es tatsächlich wieder nützlich. Wenn wir nämlich jetzt hier unseren kleinen Kreis aufstellen, haben wir nicht nur hier die Option, wo wir die Sachen so manuell reinklicken, ne, sondern wir haben jetzt hier noch ein Zusatzmenü. Und in diesem Zusatzmenü haben wir ein paar Möglichkeiten. Wir können nämlich hergehen und sagen Queue All, dann packt es uns automatisch Items rein und wir können die einfach verschrotten lassen. Und das Schöne ist, wenn wir die alle gequeued haben, dann ist es so, dass uns das automatisch die nächsten Items reinpackt. Dann gehen wir wieder auf Verschrotten und müssen halt nicht aus dem Inventar die ganze Zeit klicken. Man kann hier auch Items, warte, ich mach's mal kurz zu und wieder auf, hidden, also dass die nicht mit in der Verschrottungsliste sind. Da habe ich jetzt zum Beispiel hier diese legendären Steinchen reingebastelt. Und das geht eigentlich ganz einfach. Man klickt auf ein Item drauf, was man hidden möchte. Mit Rechtsklick habe ich das gemacht, dann okay und dann landet das quasi hier hinten. Und wenn ich es wieder rauskriegen will, läuft das quasi auf die gleiche Schiene. Genau, mehr ist es nicht und ja, ist es auf jeden Fall ein nettes Ding. Muss man nicht immer in der Tasche suchen. Oft hat man ja auch ewig viele andere Sachen zwischen reinlegen, dann klickt man ewig rum. Das beschleunigt das halt alles so ein bisschen, um ein bisschen schneller zu scrappen. Genau, das ist jetzt Addon Nummer 1. Dann das zweite Addon, was ich euch empfehlen kann, ist eins, das ich nicht vernünftig aussprechen kann. Ich sag dazu Narcius oder irgendwie so ähnlich. Ich habe jetzt mal, Moment, ich kann es euch auch mal raussuchen. Wo haben wir es? Gehen wir wieder in Curse rein. Hier haben wir es. Narcissius oder irgendwie so. Ich habe jetzt auch mal hier den Google-Übersetzer zu Rate gezogen. Hören wir es uns mal an. Narcissus. Narcissus, ja, irgendwie so. Ist ja auch egal, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall ist das ein nettes Add-on. Das hat relativ viele Funktionen auch für Retail. Und da gibt es verschiedenste Fotofunktionen und Stat-Vergleich-Funktionen und alles Mögliche. Jetzt für hier für den Panda-Mix nutze ich nur ein paar wenige, die ich euch jetzt mal zeigen will. Also, wenn wir jetzt hier einmal das Charakterfenster aufmachen, dann haben wir jetzt hier eine Sanduhr und da seht ihr, einmal auf einen Blick, wie viele Fäden ihr habt, also das hier Cloak Rank, da bin ich jetzt bei 172.040, ne? Das sind einfach die Fäden, die ihr aufgesammelt habt. Ihr könnt natürlich hier auch hier oben gucken und mit anderen euch vergleichen mit dem Leben, genauer ist es aber tatsächlich mit den Fäden, denn die Stats hier kriegt ihr ja immer random, ne? Also ist es eigentlich ein bisschen schöner, wenn man die Fäden vergleicht, wenn man sich so ein bisschen gucken will, wie weit ist der eine oder der andere. Genau, das ist das Erste. Dann seht ihr, welche Edelsteine ihr gesockelt habt. Ich habe jetzt 3x Crit, 3x Tempo, 9x Mastery, 6x Vielseitigkeit und ich sehe auch alle Steinchen. Und das Schöne ist, wir können da draufklicken und hier schnell unsere Steine switchen. Wenn ich den jetzt rausklicke, kann ich hier einen anderen reinklicken und habe den hier direkt drin, ne? Also ihr habt dann schön hier die Übersicht und könnt euch die raussuchen, die ihr einsetzen wollt. Ich habe die anderen Steine habe ich jetzt auf die Bank gepackt, einfach um ein bisschen freieres Inventar zu haben, genau. Und selbiges geht auch hier mit den kleinen Steinen, ne? Da seht ihr alle, die ihr drin habt, sind quasi leuchten und hier könnt ihr einfach einen rausklicken und einen anderen einsetzen. Dann wird der hier quasi mit reingepackt. Jetzt machen wir das wieder rückgängig. Und selbiges geht tatsächlich auch für unsere Steine. Dann können wir die hier rausklicken, seht ihr, dann verschwinden die hier. Die Kritsteine und dann kann ich jetzt zum Beispiel was anderes reinpacken, ja, aber wir machen jetzt die Kritsteine wieder rein, wir lassen es jetzt mal so, wie es war. Und genau, also dafür nutze ich es tatsächlich, einfach um so ein bisschen Shortcut zu haben, ne. Das hat, wie gesagt, nur einen Haufen andere Funktionen,
die ich jetzt für den Panda-Mix aber nicht brauche. Wir haben jetzt hier auch so eine Übersicht-Funktion, wo wir auch die Stats sehen, wie die quasi verteilt worden sind. Wir können auf die Items draufklicken mit irgendwelchen Verzauberungen und Edelsteinen und Gedöns. Das brauchen wir aber im Panda-Mix alles nicht. Das sind Spielereien. Man hat hier auch Sets, die man speichern kann oder einen M-Plus-Leaderboard. Aber da das alles im Panda-Mix nicht aktiv ist, ist das relativ irrelevant. Hier gibt es auch schöne Funktionen für Anproben. Ups, jetzt habe ich da nicht so ganz. Wo man reinklicken kann oder was ich noch gesehen habe, gibt es auch eine Funktion. Moment, jetzt gucken wir nochmal. Genau, da kann man hier irgendwie so Bilder machen und die dann auch als mit bestimmten Formaten abspeichern, mit irgendwelchen Hintergründen und Farben und Zupf und Zeug. Also da kann man bestimmt viel Spielereien machen. Alles dieses Zeug habe ich nicht genutzt und auch nicht im Detail reingeguckt, deswegen kann ich euch da relativ wenig zu sagen. Aber diese Funktionen hier über die Sanduhr sind auf jeden Fall sehr nett und sparen euch vielleicht das, ja, die ein oder andere Minute an Zeit, wo ihr irgendwie in der Tasche sucht, wo ist jetzt mein Stein, wo kann ich den reinmachen. Das ist vielleicht ein bisschen eine Erleichterung. Genau, das ist aber das zweite Addon. Dann das dritte Addon, was ich euch zeigen wollte, ist eins, das ich jetzt, ja, ist ein bisschen spezifischer für meine Bedürfnisse. Und zwar habe ich das nicht auf der CurseForged, sondern das habe ich hier bei WoW Interface gefunden. Und es nennt sich Loot Message Filter. Und mit diesem Addon, naja, das macht genau das, was es macht. Man kann halt die Loot Messages filtern. Und wenn ihr jetzt schon mal in den 30-Mann-Raid, zum Beispiel in SOO wart, und jeder irgendwie 10, 12 Items rauszieht. Man sieht ja alles im Chat, die Fäden, die Rollen, da zieht man so viel raus. Das passt teilweise gar nicht in ein Lootfenster rein, wenn man dementsprechend, oder in ein Chatfenster rein, wenn man dementsprechend da ein bisschen was lootet. Und dafür kann man dieses Addon nehmen und ein bisschen filtern. Man kann nämlich hier anhand von Qualitätsstufen filtern. Und ja, dafür kopieren wir das jetzt mal hier raus. Ich habe mir das schon runtergeladen. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel hier LMF, und also slash LMF und dann 1. Oder, warte mal, das kopieren wir jetzt mal bei mir in den Chat rein. Das Deckblatt-Ding nehmen wir mal weg. Wenn ich das jetzt hier eingebe, ups, jetzt habe ich da noch dem React geschrieben. Warte mal, machen wir das mal so. Anscheinend davor, naja gut, das muss man natürlich rausnehmen. So, okay, jetzt soll es funktionieren. Und jetzt hat es quasi den Loot auf Common gesetzt. Also es zeigt jetzt alles an, was weiß und drunter ist. Und was ich jetzt als besten Modus für mich rausgefunden habe, ist, wenn man es auf 2 setzt, dann zeigt es alles an, was grün ist und drunter. Also die ganze Ausrüstung wird komischerweise alles als grün gewertet. Ne? Also selbst wenn ihr in SOO, im HC oder Mythic ein Epic-Item lootet, ja, oder beziehungsweise halt einer aus der Gruppe und ihr es auf blau setzt, also auf 3, dann wird das nicht angezeigt, warum auch immer, ne? Die Sachen sind ja blau oder episch im HC und Mythic, wird trotzdem nicht angezeigt, also ihr müsst es auf 2 setzen, auf Uncommon, also auf die grüne Variante, dann seht ihr in den Raids euren kompletten Loot, also ihr seht alles, was ihr lootet, aber ihr seht dann nur noch grüne Sachen und aufwärts, die von anderen gelootet werden. Heißt, was nicht mehr angezeigt werden, sind die Trommeln, sind die Tränke, sind die ganzen Schriftrollen, diese Manorotz-Knochen und alles mögliche. Ihr seht dann das Gear, ihr seht leider noch die Fäden, die kannst du leider nicht rausfiltern, aber es ist schon wesentlich weniger. Und wenn man, wie ich jetzt, an Temog interessiert ist und dann vielleicht das ein oder andere bei einem anderen Spieler anfragen kann, vielleicht das letzte Teil, was man noch braucht und man das einfach sieht, kann man einfach den Spieler quasi anschreiben, hallo hier, Item XY, kann ich das haben für meine T-Mog-Sammlung? Das ist auf jeden Fall eine Erleichterung, wenn man das ein bisschen filtert. Genau, das ist soweit das dritte Addon, was ich euch zeigen wollte. Und das letzte ist jetzt so ein Randding, und zwar, was ich euch da noch empfehlen kann, DBM. Ich habe mir jetzt halt, ich spiele schon länger mit DBM, ich habe mir die DBM-MOP-Version geholt. Ist jetzt die Frage, braucht man unbedingt einen Boss-Mod? Man kann sich auch Bigwigs holen. Für das ein oder andere ist es ganz nett. Wie lange braucht jetzt Boss XY für die und die Fähigkeiten? Muss ich irgendwas kicken? Dann kommen irgendwelche Warnsounds oder so. Eine Absportmechanik. Ich sag mal so, wenn ihr Max-Gear seid, jetzt einen Haufen Schaden reinrödelt, wie jetzt bei mir sieht, habe ich bei einem Bosskampf irgendwie 12 Millionen Damage gemacht.
ist es vielleicht nicht mehr so relevant, weil die Bosse einfach weggerödelt werden. Wenn ihr jetzt vielleicht noch ein bisschen ein niedrigeres Gear habt, euch erstmal ein bisschen equippen müsst, vielleicht der ein oder andere Encounter noch anspruchsvoll ist, macht es vielleicht Sinn, einen Boss-Mods von MOP zu haben, einfach um so ein paar Sachen zu sehen. Ja? Selbst mit gutem Equip ist es nicht verkehrt, bei dem einen oder anderen noch zu sehen, okay, wie lange dauert es zum Beispiel bei den Schätzen noch, bis man vibet, weil man schnell genug ist, ne? Wenn man jetzt eine Gruppe hat, die hops gegangen ist und man da alleine noch rumkrebst, wie lange hat man jetzt noch Zeit? Solche Timer sind ganz praktisch. Ja? Braucht man jetzt vielleicht nicht zu 100%, aber für den einen oder anderen ist es vielleicht ganz nett. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genau, das waren jetzt die vier Add-ons, die ich explizit für MOP Remix mir runtergeladen habe. Ich spiele natürlich mit vielem Zeug noch mehr, ne? Jetzt wie Details oder All the Things und vielen anderen Sachen, aber die habe ich ja auch im normalen Game. Gut, das waren so meine Tipps. Wenn ihr jetzt sagt, das und das Addon ist jetzt noch richtig gut, das hast du vielleicht in der Liste vergessen, schreibt es mir gerne in die Kommentare, hilft vielleicht mir und auch der Community, würde mich auf jeden Fall freuen und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.